Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und wer sich wundert, warum das hier alles so fett ist und so groß, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass ich für die Aufnahme umgestellt habe auf 1280x720. Das bietet sich an zum Aufnehmen und lässt sich wunderbar rendern. Ja, es gibt Neuigkeiten zum PSN. Eigentlich wollte ich dazu nichts mehr machen, da die Nachrichtenlage wirklich gut war und eigentlich auch nichts großartig Neues bei rausgekommen ist. Aber jetzt hat Sony eine Meldung veröffentlicht, zu der man wunderbar ein bisschen was erzählen kann. Und das wollen wir uns jetzt doch mal angucken. Und ich erzähle da ein bisschen was, das, was ich denke, zumindest. Wie gesagt, das ist immer meine Meinung. Und was man wunderbar an dieser Nachricht sieht, ist, was macht man, was macht man, wenn man die Leute ein bisschen beruhigen will? Man schmeißt mit ganz wahnsinnig geilen Wörtern um sich. Und jetzt zeige ich euch mal was. Hier, solche Sachen, die habe ich ja immer besonders gerne. Also, wenn was besonders schlecht gelaufen ist, dann stellt mal einen ein, der dafür sorgen soll, dass alles viel besser ist. Und in diesem Fall hat jetzt Sony die neue Stelle des Chief Information Security Officers geschaffen, der jetzt aufpassen soll, dass da alles mit recht Dingen zugeht und alles ganz toll ist. Da kann man jetzt von halten, was man will. Also in der Regel ist das sowas, ich weiß nicht, das sind immer so Sachen, die dann einfach eingeführt werden, damit man halt was vorzeigen kann, so nach dem Motto, schaut her, wir machen was. Dann stehen ja noch so ein paar andere Sachen drinne, wo sie hier die ganze Zeit erzählen, dass es ja immer ihr höchstes Anliegen ist, dass das geschützt werden und sie freuen sich doch alle so, dass die Leute noch ihnen treu bleiben und sonst was. Man muss ja mal kurz einwerfen, man hat gar keine andere Wahl, ja, also man muss das benutzen, wenn man online spielen will. Das heißt, deswegen ist das mit der Treue halten so in Anführungsstriche schon ein bisschen blöd eigentlich, weil was sollen die Leute dann machen? Na, die haben sich die Hardware gekauft, die haben dafür viel Kohle ausgegeben, die können gar nicht was anderes benutzen. Allerdings, das kommt immer gut, wenn man ein bisschen schleimt und alles ist gut und sowieso. Ich muss sagen, ich finde die Informationspolitik von Sony in den letzten Tagen eigentlich ganz okay. Sie scheinen auch tatsächlich was zu machen. Natürlich stehen hier wieder so Sachen drin, hier, dass sie sich externe Firmen an den Start geholt haben, die jetzt letztendlich schon mal geguckt haben, dass alles toll und sicher ist und sonst was und ihr höchstes Ziel und sowieso. So ein paar Sachen fragt man sich natürlich immer, werde ich jetzt auch gleich zukommen, welche, was die da einem groß als Neuigkeiten verkaufen, sollte eigentlich standardmäßig schon auf jeden Fall da sein. Da fragt man sich tatsächlich, was das für ein Flickwerk teilweise gewesen sein muss. Sie schreiben hier, dass in irgendeinem Rechenzentrum, muss ich mal gucken, eine Cyberattacke auf das Rechenzentrum in San Diego haben sie gefahren, wissen sie jetzt anscheinend schon. Und jetzt haben sie doch tatsächlich mal Sicherheitsmechanismen implementiert für den Schutz der Kundendaten. Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Solche Meldungen werden ja immer gerne gemacht und dient ja auch dazu, die Leute ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen zu schleimen bei den Leuten und sowas. Das ist ja auch, ja, das machen alle, das kann man denen nicht vorwerfen, das ist ja okay. Was ich allerdings ganz lustig finde, was macht man noch neben tolle Stellen schaffen, wenn man Leute beruhigen will? Genau, man schmeißt ganz extrem mit sogenannten Buzzwords um sich hier, wo die meisten Leute sich drunter vorstellen, wow, ist das geil. Und ich möchte mich jetzt mal diesen Punkten hier widmen. Also das erste ist automatisiertes Software-Monitoring und Konfigurationsmanagement, um gegen zukünftige Angriffe gewappnet zu sein. Erstmal, da sind zwei Sachen, die nicht unbedingt dagegen helfen, sich gegen Angriffe zu wappnen. Wer sich unter automatisiertes Software-Monitoring nichts vorstellen kann, das ist ganz simpel. Der Server geht kaputt und irgendwo sitzt einer den ganzen Tag vor dem Monitor und hat da eine Seite vor sich und sobald der Server kaputt geht, leuchtet dann da was. So kann man sich das vorstellen. Da gibt's verbreitete Systeme, gibt's beispielsweise sehr beliebten ist Nagios für sowas. Nagios ist eigentlich da weltweit ganz vorne mit dabei. Da hat man dann im Endeffekt ein Webinterface. Ich kann euch das eigentlich gerade mal zeigen, wie sowas ausschaut. Fällt mir doch gerade mal an. Nagios.org. Da haben wir doch bestimmt schöne Screenshots von. Also was automatisiertes Software-Monitoring.
Ja, sowas hier. Hier ist ein schöner Screenshot, genau. Zeig her, mach groß, dass man auch was sieht. Ja, ich möchte jetzt. Wo haben die denn hier jetzt die Übersicht? Hier ist so eine. So, genau. So sieht das dann ungefähr aus. Und haben eine schöne Oberfläche hier am Start. Die sah früher viel, viel hässlicher aus. Und da sitzen dann Leute davor, die gucken sich das den ganzen Tag an und dann leuchtet hier halt was auf, wenn was kaputt ist. Ja. Setzt natürlich voraus, dass dieses Monitoring so implementiert ist, dass es bei einem, ja, bei einem theoretischen Angriff anschlägt. Was verdammt schwierig ist, weil normaler Traffic ist normal. Der darf nicht als Fehler angezeigt werden. Angriffe sowohl doch. Das ist merkwürdig. Also solche Monitoring-Lösungen, das dient eigentlich nicht wirklich dazu, Angriffe zu bemerken. Das macht man auch eigentlich an anderer Stelle. Allerdings, ich finde es höchst bedenklich, dass Sony anscheinend sowas nicht hat. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie das darunter verstehen. Ja, also pff, keine Ahnung. So, ja, automatisiertes, da verstehen die wahrscheinlich drum, dass das Ding auch automatisch E-Mails schickt, wenn da irgendwas ist. Also wie gesagt, das ist Standard, das ist sehr verbreitet, das machen eigentlich alle so. Und Nagios ist da für den jetzt interessiert bei so Überwachungssoftware ganz, ganz vorne mit dabei und weltweit sehr verbreitet und werden auch immer viele Leute gesucht, die sich damit auskennen. Also falls das jemand interessiert, wenn ihr der übelste Nagios-Pro werdet, findet ihr bestimmt gut was. kommen wir zu Konfigurationsmanagement. Das sollte eigentlich auch schon vorhanden sein. Ich meine, es kann nicht sein, dass auf Servern noch von Hand rumgefummelt wird, eigentlich. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, was da großartig ist. Allerdings handelt es sich dabei einfach um eine zentralisierte Sache, wo die ganzen Konfigurationsdateien und sowas gemanagt und verteilt werden. Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Systeme, CF-Engine, Puppet, sonst was. Und das dient einfach dazu, dass man nicht auf jedem Server andere Zustände hat. Ganz, ganz wichtig. Also, beruhigt mich jetzt ehrlich gesagt bei weitem nicht, dass Sony das jetzt erst da einführt für ihre Kisten. Naja, also wie gesagt, sollte man eigentlich haben. Hilft aber auch nichts gegen Angriffe, weil ist die Config-Datei verkehrt, ist da was Falsches eingestellt, so Wahlen verkehrt. Also, das schützt nicht davor, dass derjenige, der die Config-Datei erstellt, Ahnung von der Sache haben muss. So, kommen wir mal zum nächsten. Erhöhung des Schutzes von Daten und deren Verschlüsselung. Ah ja, das ist natürlich immer gut. da kann ich nichts dagegen sagen, es ist absolut in Ordnung. Wahrscheinlich möchten sie uns jetzt darauf anspielen, dass sie eine stärkere Verschlüsselung verwenden. Frage ich mich, warum sie nicht von Anfang an was Gescheites verwendet haben. Aber gut, ist guter Punkt, geht in Ordnung. Dient meiner Meinung nach nicht dazu, einfach irgendwelche Buzzwords unter die Leute zu schmeißen, sondern ist tatsächlich was dran. Erweiterte Möglichkeiten, um Software-Eingriffe ins Netzwerk sowie den unautorisierten Zugriff und ungewöhnliche Aktivitäten zu entdecken, ja. Intrusion Detection, Snort, sonst was. Ich sag da immer mal so ein paar Stichpunkte dabei, könnt ihr euch mal angucken. Das ist in der Tat der Punkt, der wichtig ist. Liest sich fast so, als wären die Mechanismen, die sie bisher hatten, da nicht sonderlich weit entwickelt gewesen. Und es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo man auch sagen kann, ja, sollte so sein. Nächster Punkt ist wieder meiner Meinung nach extremes Buzzword-Geschmeiße, weil die Leute im Kopf da denken sich, ich meine, ich kenne das von vielen, die denken, oh, Firewall, sicher. Das Wort Firewall allein löst bei vielen Leuten schon einen ganz großen "Oh, ist das toll!" Reflex aus. Man muss dazu sagen, eine Firewall, denke ich mal, schützt in diesem Fall nicht unbedingt davor, dass Sachen abgezogen werden, weil der Angriff, also ohne jetzt genau zu wissen, wie das gelaufen ist, erfolgt ja über Wege, die eh frei sein müssen, weil da auch normaler Traffic drüber muss. Ne? Wenn man sich jetzt beispielsweise theoretisch mal vorstellen würde, die Angriffe wurden von ja, gemoddeten PS3s ausgeführt. Zum Beispiel.
dann muss ja der Weg durch sämtliche Firewalls da, wo die PS3 hin möchte, müssen ja offen sein, weil die da einfach hin muss, dass sie funktioniert. Und ich kann natürlich jetzt dann auch 30 Firewalls dazwischen stellen, die ich dann allerdings öffnen muss für diese Ports und für diesen Traffic, alleine schon, weil das Krams nicht funktioniert. Und wenn ein Angriff über reguläre Wege erfolgt, wo auch normaler Traffic drüber geht, da bringt einem eine Firewall in der Regel eigentlich nichts. Wenn man davon ausgeht, dass beispielsweise ein Admin-PC verseucht war, das hört man ja auch von manchen Ecken, warum natürlich jetzt ein Admin direkten Zugriff, also ohne weitere Sachen, was er machen muss, auf die wichtigsten Sachen hat, nun ja, zumindest mal ein Passwort eingeben müsste er nochmal, oder? Naja, das ist so eine Sache. Und dem Admin kann man ja nicht den Traffic verbieten. Das ist, ich denke, das beste Beispiel, wie man sich das vorstellen kann. Man sagt jetzt, okay, dann hätte der nicht dahin kommen dürfen. Der musste aber doch dahin kommen, um zu arbeiten. Deswegen, an der Stelle bringt es eine zusätzliche Firewall eigentlich nicht. Also ich halte diese zwei Punkte hier und den unteren für, so ein bisschen Buzzword rumgeschmeiße, was gut klingen soll. Ja. Zu den anderen Sachen kann man technisch nicht allzu viel erzählen. Es gibt ein tolles neues Programm, wo sich die Leute drüber freuen sollen. Hier fliegt eine Mücke rum, die ist mir jetzt entwischt. Dass man beispielsweise hier 30 Tage kostenlose Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bekommt. Ich habe mir damals, wo ich mein PS3 gekauft habe, mir mal angeguckt, was bei PlayStation Plus gibt. Würde sich nicht lohnen für mich, sage ich mal so. Kostenlos ist okay. Das muss allerdings jetzt jeder selber wissen, ob dieses Paket ausreichend ist für ihn, ob er damit zufrieden ist. Und ich wollte euch eigentlich nur was zu diesen zwei Punkten hier erzählen, weil ich das, wie ich das in der Meldung schon wieder... Und natürlich hier zum Chief Information Security Officer, das ist ja Postmaster für Ingoing, Outgoing, ja. Gut, jetzt wisst ihr, was ich dazu denke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.